Kann ich Steuern sparen, wenn ich mehr Rente erhalte? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ja, Sie haben es ja schon an der Überschrift gemerkt, eigentlich geht das ja gar nicht. Wenn ich mehr Rente bekomme, dann besteht ja die Wahrscheinlichkeit oder die Gefahr, dass ich sogar Steuern zahlen muss. Also eigentlich müsste ja die Überschrift ganz anders lauten. Aber es gibt in der Tat die Möglichkeit, dass Sie Steuern sparen können, damit Sie mal später mehr Rente bekommen. Eingangs möchte ich nur noch mal kurz erwähnen, wir hatten ja jetzt am 1.7.2020 die Rentenerhöhung, 4,2% mehr im Osten und 3,45% mehr im Westen an Rentenerhöhung. Und allgemein wird angenommen, dass zwischen 50.000 bis 55.000 Rentenbezieher erstmals steuerpflichtig werden mit ihren Renteneinkommen. Eine Tabelle vom Bundesfinanzministerium. Dort wurde dargestellt, dass ein Rentner, der im Jahr 2020 in Rente gegangen ist, schon also maximal bis 1.166 Euro Monats Bruttorente keine Steuern zahlen muss. Wäre er im Jahr 2005 in Rente gegangen, dann wäre der Betrag noch bei 1.493 Euro, bis wohin er sozusagen keine Steuern zahlen muss. Unsere Rentner, die im Jahr 2020 in Rente gehen, werden Steuern zahlen, wenn sie praktisch 1.170 Euro Bruttomonatsrente haben. Ich hatte es eingangs erwähnt, Sie werden sich wundern, wenn ich sage, dass Sie Steuern sparen können, um später mal eine höhere Rente zu bekommen. Und im Grunde genommen geht es ganz einfach. Die Flexi-Rente macht es möglich. Wenn Sie mit 63 Jahren in Rente gehen wollen, dann müssen Sie ja mit Abschlägen rechnen. Und diese Abschläge können Sie mit besonderen Beitragsleistungen zurückkaufen. § 187a SGB VI macht das möglich. Und zwar mit der Flexi-Rente unter verbesserten Bedingungen. Und diese zusätzlichen Rentenbeiträge, die Sie da zahlen, vom 50. Lebensjahr meinetwegen bis zum 63. Lebensjahr, die sind es, die sozusagen steuermindernd wirken. Ich mache es mal an einem Beispiel. Sie erreichen 2020 das 50. Lebensjahr. Sie bekommen von der Deutschen Rentenversicherung Post. Da steht drin, wenn Sie mit 63 Jahren in Rente gehen, haben Sie einen Abschlag von 14,4%. Nehmen wir mal an, das sind 150 Euro weniger Rente. Für diese 150 Euro weniger Rente könnten Sie einen Einmalbetrag von ca. 33.000 Euro einzahlen. 33.000 Euro nehmen Sie im Jahr 2020 und zahlen Sie an die Rentenversicherung. Das wäre im Sinne einer steuerlichen Vermeidung ein erster geschickter Zug. Ich würde natürlich nicht die 33.000 Euro sofort einzahlen, sondern ich würde die gestaffelt einzahlen. Warum? Altersvorsorgeaufwendungen sind für einen Ledigen, der im Jahr 2020 meinetwegen 50 Jahre alt wird, bis zu einem Betrag von ca. 25.000 Euro als Freibetrag anzurechnen. Und zwar 90% davon. Also 90% von den 25.000 Euro erkennt das Finanzamt als sogenannte Altersvorsorgeaufwendungen an. Das sind im Schnitt 22.500 Euro. Da Sie ja schon aus Ihrer beruflichen Tätigkeit als Angestellter schon eigene Beiträge zahlen an die Rentenkasse, werden die eigenen Beiträge, die Sie an die Rentenkasse zahlen, natürlich schon als Altersvorsorgeaufwendung mit in die Steuer verrechnet. Wenn Sie also jetzt die 33.000 Euro nehmen, fahren Sie effektiv einen Verlust von knapp 11.000 Euro ein. Und das sollten Sie natürlich vermeiden. Also Sie können quasi 11.000 Euro steuerlich nicht ansetzen, wenn Sie sofort die 33.000 Euro hier in die Rentenkasse einzahlen. Also mein Tipp, um diesen Freibetrag von 25.000 Euro, der ja jedes Jahr ansteigt, effektiv und gut zu nutzen, zahlen Sie diese 33.000 Euro nicht im Jahr 2020, sondern Sie lassen sich meinetwegen 3 Jahre Zeit. Und am besten ist, damit Sie es ganz effektiv machen und auch einen wirklich hohen Steuerspareffekt haben, gehen Sie bitte zu Ihrem Steuerberater oder zum Lohnsteuerhilfeverein und rechnen Sie bitte dort ganz genau aus, was für Sie am besten ist. Also es gibt Zahlen, wenn man es sehr, sehr gut macht, dass man im Jahr bis 5.000 Euro an Einkommensteuer sparen kann oder auch sogar zurückerstattet bekommen kann. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.